warten, wir sind für dich da. Du bist nie wieder allein. Ich will dir helfen. Ein bisschen kitschig ist es schon, was da entsteht. Aber gerade noch so, dass es einmal das Herz rühren. Drei- und Angelpunkt vom Programm Diva Mix ist der Michael von der Heide. Seine eine Partnerin kennt er schon lange. Christine Elisabeth Schackar hat ihm vor Jahren singen gelernt. Die andere ist eine neue Bekanntschaft von ihm, die Maya Brunner. Heute ist bei der Probe auch die Katriona Guggenbühl dabei, die die drei szenisch beratet. Wir alle drei sind keine Diven. Wir wollen es auf jeden Fall nicht sein. Warum schaust du mich genau da? Damit man sagt, nein. Es ist ja so negativ zum Teil besetzt, eben Diva, Zicke. Und ja, das sind halt die grossen Träume. Jetzt, wenn man zum Beispiel singt, was man sich so vorstellt oder vorgestellt hat und alles ist anders gekommen oder alles ist eingetroffen. Diva ist so ein Überbegriff für vielleicht auch gewisse Reife oder so? Ja, irgendwie ein bisschen fühle ich schon. Noch ist sie die wenigst bekannte von den drei Diven. Christine Schackar lebt davon, anderen Leuten singen beizubringen. Ihre Hilfe haben schon Haufen Prominente aus der Schweizer Musikszene in Anspruch genommen. Wer das ausser dem Michael von der Heide ist, darüber schweigt die Gesangslehrerin diskret. Also es braucht nicht jeder das Gleiche. Ich arbeite auch mit jedem anders. Also mit einigen Leuten arbeite ich mehr im erzieherischen Sinn, mit den anderen denen bringe ich einfach reine Technik bei. Und dann wiederum andere Leute brauchen auch viel Gespräch, Verständnis, Einfühlungsvermögen. Oder vielleicht ihr Horoskop. Das zeichnet Christine Elisabeth Schackard ja gerade selber. Sie ist nämlich auch Astrologin und lässt das Wissen gerne in ihren Gesangsunterricht einfließen. Das heisst, wenn man mal über etwas Persönliches redet oder über Charaktereigenschaft, dann fördert das Vertrauen, was sehr wichtig ist in der Stimmarbeit. Das heisst, dass der Schüler sich mir auch öffnen kann, auch mit seinen Schattenseiten einmal zeigt. Und wenn man die Schattenseiten oder die Talente auch benennen kann, dann entsteht eigentlich ein grosses Vertrauen. Christine Schackar von der Zukunft. Allein, nur mit dem Flügel will sie auftreten, ohne Begleitmusiker. Ihrem bevorzugten Musikstil bleibt sie allerdings treu. Gospel, Blues und Soul. Wait! 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 Bevor sie aber wieder eigene Wege geht, ist Christine Schackar bis Ende Oktober mit dem Michael von der Heide und der Maya Brunner unterwegs. Das muss man einfach schauen. Verspielt, ein bisschen verspunnen, szenisch zum Teil auch fast komödiantisch, das ist Diva Mix. Die Lieder, die die drei singen, gehen vom Schlager bis zur Filmmusik, vom Chanson bis zum Volkslied. Und sie drehen sich vor allem um eins. Um die Liebe. Es ist ja eine Diva, gemeinhin nennt er etwas, was man mit einer Frau in Verbindung bringt. Und jetzt bist du da die dritte Diva, Michael. Ich bin das Verbindungsstück zwischen allen Diven der ganzen Welt. Die Divolissimo. Yes, you know.